Wenn man an die Entsetzlichkeit der Herausforderungen denkt, der die Gesellschaft heute ins Gesicht sehen muss, können wir sicher feststellen, dass die Zeit für uns längst da sein muss, um unsere Werte nochmals zu überprüfen und einige der zugrunde liegenden Probleme und Annahmen zu bewerten, die wir als Gesellschaft haben. Diese Selbstanalyse zieht die wirkliche Natur dessen in Zweifel, was es bedeutet, menschlich zu sein, was es bedeutet, ein Mitglied einer Zivilisation zu sein und wie wir heute eine wohlhabende Zukunft für alle Leute in der Welt sichern können. Zurzeit gibt es sehr wenig Alternativen. Die Antworten von gestern sind nicht mehr wichtig. Entweder wir setzen unseren bisherigen Weg fort, welcher mit unseren unmodernen sozialen Gewohnheiten einhergeht, in welchem Fall unsere Zukunft bedroht wird, oder wir ersetzen ihn durch einen passenderen Satz von Werten, die für eine aufstrebende Gesellschaft wichtig sind. Die Erfahrung der Wissenschaft sagt uns, dass menschliches Verhalten modifiziert werden kann, entweder zur konstruktiven oder zerstörenden Tätigkeit. Das ist, was das Venus-Projekt alles über Ausrichtung unserer Technologie und Mitteln zum Positiven für den maximalen Vorteil von Leuten und dem Planeten und dem Herausfinden von neuen Denkarten und Leben ist, die dies betonen und das riesengroße Potenzial des menschlichen Geistes feiern. Wir haben die Werkzeuge bei der Hand, um zu entwerfen und eine Zukunft zu bauen, die des menschlichen Potenzials würdig ist. Das Venus-Projekt präsentiert eine kühne neue Richtung für die Menschheit, die nichts weniger als die Gesamtumgestaltung unserer Kultur zur Folge hat. Was folgt, ist nicht ein Versuch vorauszusagen, was nur getan wird, was getan werden könnte. Die Verantwortung für unsere Zukunft liegt in unseren Händen und hängt von den Entscheidungen ab, die wir heute treffen. Die größte Ressource, die heute verfügbar ist, ist unser eigener Einfallsreichtum. Während soziale Reformer und Denkfabriken Strategien formulieren, die nur oberflächliche Symptome behandeln, ohne die grundlegende soziale Operation zu berühren, nähert sich das Venus-Projekt diesen Problemen etwas verschieden. Wir finden, dass wir diese Probleme innerhalb des Fachwerks der gegenwärtigen politischen und finanziellen Errichtungen nicht beseitigen können. Man würde zu viele Jahre brauchen, um jede bedeutende Änderung zu vollbringen. Am wahrscheinlichsten würden sie verwässert und dermaßen dünn gemacht werden, dass die Änderungen nicht zu unterscheiden sein würden. Das Venus-Projekt verteidigt eine alternative Vision für eine nachhaltige neue Weltzivilisation, verschieden von jedem sozialen System, das vorhergegangen ist. Obwohl diese Beschreibung hoch kondensiert wird, beruht sie auf Jahren der Studie und experimentellen Forschung durch viele, viele Menschen von vielen wissenschaftlichen Fachrichtungen. Das Venus-Projekt schlägt eine frische Annäherung vor, die menschlichen und Umweltsorgen gewidmet wird. Es ist eine erreichbare Vision einer hellen und besseren Zukunft, die zu den Zeiten passend ist, in denen wir sowohl praktisch als auch ausführbar für eine positive Zukunft für alle Leute in der Welt leben. Das Venus-Projekt verlangt nach einer aufrichtigen Annäherung an die Umgestaltung einer Kultur, in der die uralte Unangemessenheit von Krieg, Armut, Hunger, Schuld, Umweltdegradierung und unnötigem menschlichen Leiden nicht nur als vermeidbar, sondern völlig unannehmbar angesehen wird. Eine der grundlegenden Propositionen des Venus-Projektes ist, dass wir zu dem Punkt hinarbeiten, alle Mittel der Erde als das allgemeine Erbe aller Menschen in der Welt zu haben. Es wird einfach weniger auf eine Verlängerung desselben Katalogs vom gegenwärtigen System innewohnenden Problemen hinauslaufen. Überall in der Geschichte ist Änderung langsam gewesen. Aufeinanderfolgende Gruppen von unfähigen Führern haben diejenigen ersetzt, die ihnen vorangingen. Aber die zugrunde liegenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme bleiben.
weil die grundlegenden Wertsysteme unverändert blieben. Die Probleme, mit denen wir heute konfrontiert sind, können nicht politisch oder finanziell behoben werden, weil sie in der Natur hochtechnisch sind. Es kann sogar nicht genug Geld geben, um für die erforderlichen Änderungen zu zahlen. Aber es gibt mehr als genug Ressourcen. Das ist der Grund, warum das Venus-Projekt den Übergang von einer finanziell basierten Gesellschaft zur schließlichen Verwirklichung einer auf Ressourcen basierten Weltwirtschaft verteidigt. Wir begreifen, um den Übergang von unserer gegenwärtigen Kultur zu machen, die politisch unfähig, knappheitsorientiert und veraltet ist, zu dieser neuen, mehr humanen Gesellschaft, dass es einen großen Fortschritt sowohl im Gedanken als auch in der Handlung verlangen wird. Das auf das Geld gegründete System entwickelte sich vor einigen Jahrhunderten. Alle Wirtschaftssysteme in der Welt, Sozialismus, Kommunismus, Faschismus und sogar das gerühmte System des freien Unternehmertums, setzen soziale Schichtung, elitäres Denken, Nationalismus und Rassismus fort, der in erster Linie auf die Wirtschaftsverschiedenheit basiert ist. Solange ein soziales System Geld oder Tausch verwendet, werden sich Leute und Nationen bemühen, den Wirtschaftswettbewerbsvorteil aufrechtzuerhalten. Oder, wenn sie es so mittels des Handels nicht tun können, dann durch das militärische Eingreifen. Wir verwerten immer noch dieselben unmodernen Methoden. Unser gegenwärtiges Geldsystem ist dazu nicht fähig, einen hohen Standard des Lebens für jeden zur Verfügung zu stellen. Noch kann es den Schutz der Umgebung sichern, weil das Hauptmotiv Gewinn ist. Strategien wie das Verkleinern und toxische Abladen vergrößern die Gewinnspanne. Mit der Voranschreitung der Automation, Kybernation, künstlichen Intelligenz und Scursing wird es einen ständigen, steigenden Ersatz von Leuten durch Maschinen geben. Infolgedessen werden weniger Menschen imstande sein, Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Wenn auch unsere Fähigkeit, einen Überfluss zu erzeugen, weiter bestehen wird. Unsere gegenwärtigen, unmodernen politischen Systeme und Wirtschaftssysteme sind außerstande, die echten Vorteile der heutigen innovativen Technologie anzuwenden, um den größten Nutzen für alle Leute zu erreichen und die auf so viele auferlegten Ungerechtigkeiten zu überwinden. Unsere Technologie läuft vorwärts, doch unsere sozialen Designs sind relativ statisch geblieben. Mit anderen Worten hat die kulturelle Änderung mit der technologischen Änderung nicht Schritt gehalten. Wir haben jetzt die Ressourcen, Waren und Dienstleistungen in Hülle und Fülle für jeden zu erzeugen.